herzlich willkommen zu einer kleinen Runde American Truck Simulator. Ich wollte einfach mal das neue Sound Fix Mod ausprobieren. Ja, einfach mal zum Schauen, wie es denn so funktioniert. Also ich denke, hat sich jetzt nichts geändert zum anderen. Vielleicht die Bremsen ein bisschen, die Druckluftgeräusche oder so. Ach, kann ich mich jetzt im Einzelnen gar nicht erinnern. Aber ich finde es jetzt schlecht, also hat sich auf jeden Fall nicht verschlechtert. Und jetzt fahren wir mal und dann sehen wir mal, da soll halt auch die Umgebungsgeräusche ein bisschen anders geworden sein. Also jetzt versuchen wir es einfach mal, wenn wir bei dem vielen Verkehr da rauskommen. Da. Tja, ja, das versuchen wir. Na, Gang rein und... Oh, und dann müssen wir nachher noch links über die Straße rüber. Oh, cool. Was haben wir eigentlich noch mal schön schauen? Ein Vorratstank mit knapp über 10 Tonnen. Ja. Ja, das dürfte vielleicht nicht allzu schwer sein. Was sagt er denn? Ja, 86 Meilen. Das sollte eigentlich zu schaffen sein. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir da rüberkommen. Oje, oje, oje. Also Leute, ihr möchtet schon zufahren, ne? Komm, fahr zu, sonst wird es nie weniger. Fahr zu! Schreckliche Hochwelt. Kommt, da wird's frei. Oh, Mann ey. Fahr jetzt zu. Das glaub ich ja nicht, die warten so lange, bis die Straße wieder voll sind. Oder? Meine Junge. So, ne, ist immer gut, dass man einen Kaffee dabei hat. Ne? Trinken wir erstmal einen Schluck Kaffee. Ach, das braucht man für morgen. Was haben wir denn? 7 Uhr? Jawohl. Ah, das wird ein schöner Tag heute. Ah, wir sind ja gleich am Ziel. Ups, da kommen wir jetzt angepfiffen nur. Nee, bitte nicht, wartet doch nicht, nein. Nein. Nicht warten. Leute, also... Boah, Mami Kirito, echt. Also gut, du wartest schon, das ist egal. Die warten immer dann genau vor der Kurve, damit so Minischaukel kommt schon rum, aber dem langen Auflieger doch nicht.
Bleibst jedes Mal hängen und verursachst einen Unfall. Ah, das ist wieder diese grüne Landschaft. Na, ja, nett, ne? Wir müssen geradeaus. Genau. Einfach drüber schießen. Na, so ein Kanal oder was das da ist. Viel zu schnell. So, was haben wir denn hier? Bushnell Farms? Nein, da müssen wir nicht hin. Ui, hier ist der da rumgeschossen, komm mal da. Ich habe zuerst mal das Gefühl gekriegt, wenn man so weit oben mit so einer langen Schnauze. Das ist ganz anders wie beim ETS. Jetzt haben wir die Frage, wir hatten bei der Sora-Straße eine Vorfahrt. Ne, der muss warten. Ist das jetzt hier? Ja, Tatsache, ja. So, was haben wir dann? Einmal so abstellen und einmal rückwärts. Jetzt muss ich mal schauen, kann ich da hinten überdrehen? Ah, ich glaube, da komme ich rum. Ah, oder ich fahre da links, nein, und ja, das können wir machen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob man nicht da unten drehen kann. Mit diesem langen Gedöns da. Naja. Auf jeden Fall können wir hier rein. Genau,
hier kann man rein. Ups, wäre jetzt an die Lichttour gekommen. So. Okay, wir sind in der mittleren Spur, das war nix. Aber wir arbeiten uns voran gerade schon. So. Ja, geht doch. Ja, das ging jetzt aber schnell. So, mal schön schauen. Das war dieses, das war das Dr. Holzl Soundpack V211. Das haben wir rausgenommen, diesen neuesten aktuellen Soundfix V17.15 mal reingemacht, ganz oben natürlich. Genau. Gut, die zwei haben wir noch drin, den Traffic, Realistic Traffic, der ist nicht ganz schlecht. Dann meine zwei Skins hier, die Cat und die Rhino Rock. Aber ist alles nur für Peterbilt. Ja. Außer vor den und den müssen wir zuerst diesen Truck holen. Habe ich bisher noch nicht. Jo, das ist alles, ne? Gut, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, bye bye.